Lieber Manfred, wir vergessen dir diesen Einsatz für unsere Partei nicht. Nochmal vergelt's Gott dafür. Wer möchte, dass es alles auf diesem Niveau bleibt, der muss manches ändern. Wer nichts ändert, wird erleben, dass nichts so bleibt, wie es gerne hätte. Die Hightech-Agenda ist der Energieschub für Bayern, mit dem wir in den nächsten 10 Jahren davon profitieren können, weil ich will eines nicht. Ich will nicht im internationalen Wettbewerb aufgeben. Ich will nicht in einer Zeit, in einer schwächer werdenden Konjunktur einfach den Kopf in den Sand stecken. Und ich will schon gleich gar nicht, dass die besten Köpfe aus Bayern irgendwo anders sind, sondern im Gegenteil, ich möchte, dass die Schlausten der Welt bei uns sind, liebe Freunde. Und deswegen machen wir eine solche Initiative so deutlich, so stark und so konzeptionell abgestimmt. CSUler wollen Bewahrer und Entdecker zusammen sein. Und liebe Freunde, wir können es auch. Wir können Tradition und Fortschritt. Wir können Edmund Laptop und Lederhose. Wir können Dirndl und Digital. Wir können Sushi und Schweinsbraten, liebe Freunde. Keine andere Partei kann das und wir können auch Berlin und Bayerischer Wald. Ich stelle fest, dass damit Dr. Markus Söder erneut zum Parteivorsitzenden der Christlich-Sozialen Union gewählt worden ist und ich darf dich fragen, ob du die Wahl annimmst. Ja. Herzliches Dankeschön, liebe Freunde. Es ist mir eine große Ehre. Ich will mich dieser, wie gesagt, würdig erweisen, um mit euch zusammen die CSU in die Zukunft zu führen. Volkspartei zu sein, ist kein Geschenk, sondern harte Arbeit. Wir sind die stärkste Volkspartei, weil wir Brücken bauen und nicht, weil wir uns einander spalten, liebe Freunde. Die CDU war immer gut dabei, wenn sie einen starken Counterpart in Bayern hat. Dass du das heute bist, freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Die CSU ist nicht irgendeine Partei. Sie ist eine besondere Partei, denn sie ist unsere Partei, liebe Freunde. Darum lasst uns kämpfen, streiten, vorangehen. Aber lasst uns zeigen, dass der Anspruch Zukunft in Bayern nur mit einer einzigen politischen Kraft verbunden ist, und zwar mit der Christlich-Sozialen Union.